Chef. Haben Sie meine E-Mail gelesen? Nein. Meine E-Mail zum Thema Auto. Meine E-Mail zum Thema Autosharing. Ich schlage Ihnen deine Autosharing in der Firma vor. Wozu verdammt nochmal ein Autosharing, Herr Hering? Damit wir das für unsere Umwelt tun. Die Erde liegt mit Erderwärmung am Todesbett. Das ist gleichbedeutend mit Fieber bei über 40 Grad. Wozu? Es gibt ja nicht mal Erderwärmung. Die Polkappen schmelzen, seitdem wir die Industrialisierung haben. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass es so ist. Fragen Sie einen Klimaforscher. Warum soll ich einen Klimaforscher fragen? Das ist ein ganz kleiner Klimaforscher sind ein ganz kleiner Prozentteil der Bevölkerung. Ich meine, die Mehrheit glaubt noch immer, dass es keine Klimaerwärmung gibt. Sagen wir einmal, Sie wollen wissen, wie man am allerbesten AIDS verbeugt. Wen wollen Sie denn fragen? Die Bevölkerung oder Ihren Facharzt? Natürlich meinen Arzt. Oh. Und was ist mit der Studie, die besagt, dass die Eisbärpopulation nicht so klein ist, wie vor 20 Jahren vermutet wurde? Trotzdem ist die Eisbärenpopulation in den letzten Jahren immer weiter gesunken. Wen interessieren schon die Eisbären? Hauptsache der Rubel rollt. Grüß Gott, Herr Müller. Wieso sollten wir gerade jetzt auf den Kies hören? Damit wir alle untergehen, Norby. Die Menschheit wird untergehen, wenn sie weiter nur auf ihr Geld hört. Der Klimawandel ist eine Lüge, nur initiiert. Genau, ich stimme Herrn Müller vollkommen zu, das ist natürlich. Der Meeresspiegel steigt in die Rasanten, die Pole schmelzen in derselben Geschwindigkeit. Es ist nicht natürlich, es ist menschenerzeugt. Was haben jetzt die Polkappen mit uns zu tun? Der Meeresspiegel steigt deswegen, die Eisbären verlieren ihr Zuhause. Und die haben was mit uns zu tun? Um jetzt einen Meeresspiegel zu nennen, Inselstaaten gehen unter, die Niederlanden. Und es gibt mehr und mehr Naturkatastrophen. Wie gesagt, das ist für mich ist das vollkommen natürlich. Und ganz ehrlich, wärmeres Wetter würde ich auch begrüßen. Und Ihnen ist es doch auch zu kalt. Also von dem her. Und außerdem, die Auswirkungen des natürlichen Klimawandels sind noch weit weg. Und was interessiert uns? Eine Vergrößerung der Auswirkungen des Ninjos und der Ninja. Die Welt ist so vernetzt, dass egal wo etwas passiert, es den Rest beeinflusst. Und früher oder später werden wir es auch direkt zu spüren bekommen. Was wir in milderen Wintern und schneelosen Weihnachten eigentlich eh schon tun. Und was ist, wenn alle Wissenschaftler gekauft werden? Wir müssten nur mehr und mehr für die Klimaerwärmung zahlen. Und früher oder später müssten wir dann sogar zwischen Essen und Heizung entscheiden. Also, Sie wollen mir jetzt erzählen, dass Amerikaner, Russen und Chinesen gleichermaßen gekauft sind, um Umweltschutzauflagen zu erstellen. Wie soll das zusammenpassen? Das ist einfach nur sinnlos. Wer hat denn das eingetrichtert? Ich habe es im Internet gelesen. Und ich habe im Internet gelesen, dass es eine flache Erde gibt. Glauben Sie das? Wieso sollte man? Weil Sie auch alles an zum Klimawandel glauben, was man Ihnen erzählt. Es ist ja wahr, die flache Erde nicht. Dieselben Websites behaupten auch, dass die Erde flach ist und dass es Chemtrails gibt. Webseiten wie zum Beispiel Wahrheiten.org, aus welchen Sie zum Beispiel Ihre Zitate haben mit Essen und Heizung, Herr Chef. Endlich jemand, der mir zustimmt. Endlich, sag ich's doch. Und wer ist dieser werte Herr? Ich bin Herr Huber aus der Marketingabteilung, Herr Müller. Wir kennen uns? Ja. Ich kann mich an nichts erinnern. Tut jetzt nicht zur Sache. Wo waren wir gerade? Internet und flache Erde. So meiner Meinung nach ist unsere Haltung vom Weg gerutscht. Herr Huber, wieso kennen Sie sich eigentlich zu diesem Thema so gut aus? Ich plädiere schon seit langem auf ein besseres Verhalten unserer Firma in Bezug auf das umweltfreundliche Verhalten. Sag ich doch. Und Sie könnten jetzt bitte aufhören zu behaupten, dass es die Klimaerwärmung wirklich gibt. Das ist eine einfache Lüge, mehr nicht. Ich finde die Bezeichnung Klima springt um einiges zutreffender, da mit diesem rasanten Tempo passt das besser. Aber wir haben noch die Fakten auf unserer Seite. Zum Beispiel Pflanzen wachsen mit CO2 um einiges besser. Aber nur für kurze Zeit. Oder, by the way, zum Beispiel die vom Mensch erzeugten CO2-Atome machen nur 0,00046% der Luft aus. Ja, aber das ist ja dick zu viel. Ja, und der Klimawandel ist normal. Es gab schon immer Veränderungen. Ja, das derzeitige Problem ist aber, dass die
Veränderungen so rasant passieren. Das ist wie ein Klimasprint. Und das ist echt schade. Ich gehe jetzt. Ich muss so und so meinen Bus erwischen. Die wollen es einfach nicht akzeptieren. Wussten Sie, dass wissenschaftlich erwiesen ist, dass Menschen eher an ihrer eigenen Meinung festhalten, wenn man ihnen trotz Fakten eine andere Meinung erzählen möchte? Ich rege mich nicht auf, weil es meiner Meinung widerspricht. Auf Wiedersehen. Ja, tut mir leid, ich war eigentlich eh nur auf der Durchreise. Ich stimme Ihnen vollkommen zu. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hey, ich bin der Chef. Hey. Ach, egal. Und Sie, Herr Hering, kriegen jetzt noch meine Akten dazu, da Sie meine Zeit gestohlen haben. Gehen Sie jetzt an die Arbeit. Ihr Autosharing können Sie sich sonst wohin schmieren. Und auf Wiedersehen. Ich muss in einer Stunde am anderen Ende der Stadt sein. Bin ich jetzt ganz alleine auf der Bühne? Habe ich das Schlusswort? Bitte bedenkt. Den Klimasprint, den gibt es. Und wenn wir nicht sofortig handeln, dann ist es zu spät. Dann ist unsere Menschheit verloren. Und diese Botschaft möchten wir Ihnen heute mitgeben. Also lasst uns heute beginnen und nicht erst morgen. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Ein Applaus an Maximilian Berghammer, Paul Gabriel Fuchs, Erik Meyer-Weskes und Fabian Wagner. Applaus nochmal.